Gute ihr Buben und Bubinen und willkommen zu der nächsten Folge Stoneblocks 2, meine Freunde. Und ich habe das jetzt mal hier rübergebracht. Ich habe das mal hier unten grob mal angeschlossen, das Ganze, ne? Also wir müssten dafür jetzt noch ein bisschen mehr hier unten freigraben, aber im Endeffekt, meine Stimme ist immer noch nicht ganz da. Auf jeden Fall klappt das jetzt, was ich davor hatte. Und das kam ja nachher alles an, so ein bisschen in Leitungen nachher ein bisschen tricksen, aber im Endeffekt würde es das hier unten funktionieren. Ihr seht, es geht hier hoch, dann läuft das hier rüber und dann hat man das quasi hier im Tank drin. Also hier hat man schon das Tank mit Obsidian geschmolzen. Ne? Und rein theoretisch müsste ich dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, müsste ich wieder hier eins frei machen. So, und da auch. So, da kriegen wir nächste hin. Und das heißt, da können wir ein paar Kühe reinstellen in die schönen Dinger. Ich weiß gar nicht, muss man die füttern eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Auf jeden Fall wird der immer leer bleiben. Und wird immer schön. Ich weiß auch nicht, warum MB, wofür das ist. Ob man auch Strom drauf geben kann, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass der Tank sich jetzt immer mehr füllt, Stück für Stück. Ich weiß nicht, wie weit wir dafür entfernt sein müssen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe das überhaupt nicht ausgemessen. Ach, hey. So, ne? Und das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt diese, dass ich quasi den Raum nicht gemessen habe. Scheiße. So, hier ist das andere Kabel. Dann müsste man hier unten jetzt alles frei scheppen. Und das kann man noch alles anpassen. Ne? Wie gesagt, den Raum kann man noch komplett anpassen, weil hier müsst ihr dann nachher auch wieder ein bisschen rüber gehen, was es leider nicht geht. Ne? Also, geschissen, mein Freund. Hast du Blödsinn gemacht? Wir müssen nämlich auch jetzt vier Plätze, also bis zur Wand vier frei sein, damit das ein bisschen Symmetrie hat, das Ganze. 1, 2, 3, 4, hier wird der nächste dann, ne? Und dann das Ganze wieder genau so. Da kommt die nächste Kuh hin, genau wie hier. Kann man wieder Sand holen, deswegen machen wir das mit dem Hammer weg. Oh, muss ja nicht direkt das Zeug... Welchen Hammer habe ich denn das gerade jetzt weggemacht? Ich habe gar keinen anderen Hammer dabei gehabt jetzt. Komisch. Ach cool, das klappt mit dem Hammer ja auch. Stimmt. Ich bin ja doof. Ich bin ein bisschen doof heute. Ganz ehrlich. So, das sind hier die Kühe, die ich haben will. Wasser, Lava und halt was es noch alles für Kühe gibt. Es gibt ja zig verschiedene an Kühen gibt es ja noch, ne? Aber der Stall, der kostet jetzt auch ein bisschen noch. Wir brauchen nämlich einen Stall und die Ställe kosten uns natürlich jetzt auch noch ein bisschen Stuff. Ne, das ist auch noch, das ist klar. Ne, dass die Kühe hier, es gibt ja wie viele verschiedene Kühe noch. Ne? Ich weiß gar nicht, man kann die auch hier paaren und dann so ein bisschen was rauskriegen. Ich weiß halt nicht, geschmolzene Obsidian, Kuh, Wasser und Lava habe ich zusammen gemacht, dann kam das raus. Ich weiß nicht, was ist Obsidian und blauer Schleim zum Beispiel. Eine normale Kuh und eine Wasserkuh. Ach cool. Haben wir alles. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen den Raum vergrößern. Wir müssen sie mal ein bisschen durchgucken, was wir so machen werden, weil das ist normale Kuh wieder. Und ja, aber dann kriegen wir ja. Was ist denn Evil? Okay, was ist das? Wie kriegt man die? Auch eine geschmolzene Zinn. Also für jede Kuh gibt wieder was anderes ab. Wir müssen halt gucken, dass wir zwei normale Kühe haben. Und die haben wir, glaube ich. Eine habe ich hier auf jeden Fall, eine Milchkuh. Kann man ein bisschen was mitmachen, glaube ich. Ne? So, der Tank, der füllt sich jetzt immer weiter Stück für Stück auf. Wir haben jetzt nur schön flüssiges Obsidian. Dauert ungefähr immer ein paar Minuten. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich muss die Kühe ja eh noch irgendwo dann auch separat fortpflanzen. Ne? Das ist ja auch noch so ein Ding. Das heißt, sie gehen jetzt erstmal hier sowieso noch 1, 2. Da muss jetzt auch noch hier alles weg. Och Mann, ey. Hätte ich schon mal lieber vorher dran gedacht. Das mal ein bisschen abzumessen. Aber nein, der Steff denkt sich, wofür? Du brauchst nichts zu messen. Scheiß drauf. Wofür messen? Messen ist was für Kackboots, denkt er sich. Oder was? Mann, warum habe ich das nicht gemacht? Na egal. 1, 2. Dann kommt hier natürlich hier noch so eine Lage hin. Ne? So. Sag mal, 1, 2, 3. Und 4. Da muss man ein bisschen was weg, Freunde. Da muss man ein bisschen was weg. Und dann muss ich noch einen Raum halt bauen da dran, dass die Kühe halt auch dann dementsprechend. Voilà. Hinter mir muss ich auch noch ein Stück weg. Dass die Kühe je nachdem auch noch einen Stall bekommen, wo ich die so ein bisschen züchten kann, wie ich sie gerade brauche. Das ist also ein Raum mit normalen Kühen, ne, die ich ganz normal penetrieren kann. So,
jetzt auch ein bisschen, ja, die Q-Area baue mir hier, die Q-Area. Also ich kann noch ein bisschen Dings farmen, toll. 1, 2, 3, 4, noch eine Reihe, dann haben wir die 5. Die habe ich aber da hinten noch nicht eingehalten, so genau, oder? So penibel. Ist die so penibel eingehalten da hinten? Ich weiß es nicht. Ich mache es noch eine Reihe mehr weg. Man weiß nicht, wofür es gut ist. Hinbauen hat man schnell. Ne? Was hingebaut hat man schnell. So. Das ist immer ein bisschen blöd, dass man das hier nicht so vernünftig wegkriegt. Jetzt komm, wir machen das gerade hier mit. Ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die Idee, dass man so eine Kuh-Area hat, dass man hier die Kühe dann quasi dann auch dann fortpflanzen kann und vermischen kann, wie man sie braucht. Und dann hier kommen die ganzen Tanks, die werden dann für Stück immer voller. Die können sich ja Zeit lassen, so viel die wollen beim Vollwerden. So, so, wir machen hier mal ein paar Fackeln hin, sonst haben wir gleich wieder hier die Eskalation im Raum. Ne, ist schon richtig so. Das heißt, hier machen wir wieder das alles hin, schön. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Ställe, ne? Also die Kühe kann man, oder die Kühe kann man, ich weiß nicht, ob die nachher austauschen sollen, wie wir sie brauchen. Ich weiß es noch nicht, ob das so. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da noch sehr ratlos, wie ich das nachher machen soll. So, machen wir hier mal gerade mal ein paar Kiesdinger, dann mal wieder ein paar Erde und dann wieder pflanzen wir die wieder ein, damit das alles schön grün hier drin wird. So, 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 so. Das dauert schon ein bisschen, ne? So, müsste reichen, aber ich hab dann. Doch, steht die E-Taschen leer. Tasche ist leer. Tasche ist. Oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Weil wenn ich das aus das falsche abbaue, dann habe ich das ganze Gras und Boden weggemacht und das ist scheiße. Oh, ist es? Bumm. Schon ist es passiert. Und dann machen wir hier wieder was hin. So, so. So, rein theoretisch. Habe ich die Tanks jetzt wirklich 5 weg? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? 1, 2, 3, 4. An fünfter Stelle sind die Tanks. Das heißt, hier kämen dann rein theoretisch auch. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kämen hier die Tanks hin. Ne? So. Das ist eigentlich ganz gut. So kommen die Tanks. Was macht er da? Erst macht das hin, dann macht das wieder weg. Kann er sich denn nicht entscheiden oder was? Doch, kann ich. Aber ich will nicht. So, und dann müssten wir hier dann. Sind die Tanks. Dann müssten wir hier wiederum. So einen kleinen Vorraum reinhauen. Ja, ungefähr so. Aber das weiß ich nicht, ob das noch ein bisschen verkleiden werde, das bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil dann hier quasi, weil hier quasi dann die Kühe reinkommen. Hier kommen die Kühe rein, die normalen Standardkühe, die man so braucht. So, und dann machen wir hier nochmal eine Reihe weg. So, genau. Dann kommen hier die Standardkühe rein. Der Boden muss dann natürlich auch ein bisschen schöner sein, so. Dann vermehren wir hier die Standardkühe drin. Die dann so einen Zaun bekommen, dann leben die hier drin, dann kann man die immer wieder vermehren, wenn man sie braucht. Und die nehmen wir dann mit rüber und dann vermehren die wieder mit anderem. Das ist der Plan, das ist der Plan, das ist der Plan. Das heißt, hier kommt dann nochmal Stein hin, glaube ich, zum Verzieren so, hier so. Hoppala. Was macht der denn? Warum hängt der denn so gerade? So. Und dann käme jetzt hier quasi. Oh, mach doch, was ich will, ey. Quasi der Zaun hin. Huch! Ich bin so abgebaut damit. Gut. Quasi hier ist der Zaun danach her. Hier kommen dann die Kühe rein. Dann stehen die hier einfach so dumm rum. Ich kann die vermehren, kann die Kleinen rausholen und kann die dann quasi hier reinsetzen, wo ich sie brauche. Ne? Das ist eigentlich die flotte Idee, die ich so habe. Ne? Das ist so die flotte Idee, die ich so habe. Hier vielleicht machen wir hier nachher so ein bisschen Zäune hin, verschönern das alles so ein bisschen, dass jedes Gatter so ungefähr aussieht. Weil es läuft ja eh automatisch nach einer Zeit. Guck mal, hier sind schon 2 drin. Cool, cool. Was ja, steht nicht, wie viele Eimer das auch sind? Nee, ne? Schade. Auf jeden Fall, das sieht schon mal gut aus, Freunde. Ich muss was essen. Und hier wissen, was wir da ein bisschen Licht in die Sache bringen.
Hier müssten wir eigentlich auch noch ein Stückchen rein, weil das immer noch keine 5 sind. Aber ich will mich halt hier hinten jetzt langsam neu verwirklichen. Die Böden werden neu gemacht, dann die Gänge werden dann halt verschönert noch. Und dann kommt hier der nächste Raum mit irgendwas rein. Ich weiß noch nicht, ich weiß wirklich noch nicht, was ich überall reinmache. Aber auf jeden Fall Lager, Strom erzeugen in einem Raum, in einem anderen Raum es verbrauchen und. Und das ist der Plan, wie es bei Stoneblocks jetzt weitergehen soll, mal langsam. Weil man sieht, ich bin, ich bin atemlos. Ich habe so viel Zeug dabei. Das muss ja irgendwo hin. Das muss ja irgendwo mal hin. Ja, nächste Kuh, nächstes Teil. Wir müssen mal gucken. Stall war ich dran, ne? So, und der Stall, der ist ja. Stall? Hallo? Wo ist der Stall? Da. Der Stall braucht diese grauen Betonblöcke. Und Betonblöcke kriegst du, wenn du Trockenbeton machst. Das heißt, schwarze Farbe. Ja, ich weiß auch nicht, ob das mit Kohle klappt. Grau, also der muss grau sein. Graues. Habe ich grau überhaupt? Sand und. Das ist das Problem. Habe ich grau überhaupt? Oh. Weil dann müssen wir ein paar Ställe bauen. Und die Lavakuh und alles, die warten nur drauf, da hinzukommen da hinten. Gelb habe ich ohne Ende. Oh mein Gott. Ich habe so viel, aber nicht das, was ich brauche. Ich brauche jetzt die Farbe Grau. Aber eigentlich müsste ich das doch mit Weiß und Schwarz kriegen, ne? Oder täusche ich mich da? Das heißt, rein theoretisch, wenn ich das so mache... Oh, das dauert ja ewig. Kommt da nicht graue Farbe raus? Also schwarze Farbe? Nee, kommt nur die... Und dann? Geht das auch? Nee, ne? Kriege ich irgendwo Grau her? Wo habe ich denn grau jetzt? Freunde, habe ich irgendwo graue Farbe? Irgendwie grau, irgendwas graues. Ich weiß nicht, dass ich hiermit ja weiß machen kann. Ne? Das ist ja klar. Hiermit kriegst du halt weiß und dann kannst du irgendwie auch grau rauskriegen. So. So Schwarzpulver wird nicht grau werden, oder? Weil wird das dann grau? Kann man Schwarzpulver irgendwie nehmen dafür? Feuerwerksstern, okay. Nein. Das war so nicht gemeint. So. Weißt du, wenn ich das so mache? Bitte wird grau, bitte. Nein. Ach Mensch, ey, ich brauche grau. Ich brauche graue Farbstoff. Ich brauche grau. Hellgrau, grauer Farbstoff. Komm, dort, da war doch was. Guck mal. Tinten habe ich nicht. Ein graues Huhn, toll. Ja, toll. Habe ich alles nicht. Ich habe keine grauen Hühner. Wenn ich graue Wolle hätte, dann könnte ich daraus grauen Farbstoff kriegen. Ihr seid Arschlöcher. Das ist mir dann auch klar. Kann ich irgendwie nicht mit dem Pulver was anfangen? Mit dieser Kohle hier? Geht das nicht? Kann ich nicht mit der irgendwas anfangen? Die kann man doch bestimmt auch irgendwie irgendwas mitmachen. Das ist Scheibengleister. Ich habe doch letztens irgendwas gehabt, wo ich das Zeug doch reingemacht habe. Und daraus kann ich hier die Kohle reinmachen? Nee, ne? Das geht auch nicht da rein, oder? Ne, daraus wird man auch nichts kriegen. War nicht irgendwas mit so einem Pulverding, was ich gebaut habe? Letztens? Ich habe da irgendwo noch so ein Teil hingebaut, um zu gucken. Man müsste jetzt graue Blumen haben. Gibt's aber nicht. Also, wie kriegt man nochmal schwarz? Tinten, nur Tintenfesseln sind schwarz. Na gut, Leute, da muss ich mich jetzt mal schlau machen, wenn ich dann graue Farbe komme für die nächste Folge dann. Habe ich hier irgendwas außer Schießpulver? Kriegt man aus... Kriege ich da was raus? Ich weiß es nicht. Kriege ich denn aus Feuerstein irgendwie was Graues raus? Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich was Graues kriegen kann. Ich weiß wirklich nicht. Ich frage mich auch gerade, wo habe ich denn diese eine Kiste mal hingestellt, um zu gucken. War das hier drin? Nee. Habe ich hier irgendwo grau? Man kriegt bestimmt aus irgendwas, was ich habe, eine Farbe grau raus. Nur ich weiß nicht wie. Vor allem Spawning Chain. Ich weiß gar nicht, was da rauskommt. Ich will es gar nicht wissen. Woraus? Also Tintenfische kann ich vergessen. Option Tintenfische kannst du vergessen. So, ich habe ein grünes Huhn. Ne? Wir kriegen mittlerweile grünen Farbstoff.
Wir müssten die dann. Hellgraue Hühner habe ich. Hellgrau, stimmt. Hellgrau habe ich, aber kein Grau. Was ist das hier? Das ist hellgrauer Farbstoff. Also wir kriegen hellgrau andauernd, aber nicht grau. Wir haben hier noch einen Wurm, Alter. Wurm, Alter. Ich könnte die mal versuchen zu vermehren, in der Hoffnung, dass die irgendwas daraus mischt. Ich vermehre die mal selber jetzt miteinander. Gucken, was da für Eier rauskommen, wenn überhaupt. Oder Hühner. Die legen einfach nur Eier. Toll. Es gab für dicke Level jetzt, ne? Aber es ist trotzdem nicht das, was ich will. Grünes Huhn. Ja, grüne Farbe. Wir haben alles da, aber leider kein Grau. Hier mal einen schönen Kupferbarren. Ne? Das kann man auch irgendwie mal eigentlich anschließen. Das ist alles sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich, meine Freunde. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ihr könnt mir das immer gerne in die Kommentare schreiben, wie ich das bitte an graue Sachen rankomme. Davon kriege ich auch keine Federmehl. Das ist ja auch nicht das, was ich brauche, Mann. Ihr seid mir auch Penner. Was ist das denn für ein Buch? Wo kommt denn das Buch hier auf einmal her? Was ist das denn für ein Buch? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Habe ich das irgendwie jetzt bekommen, wie in einem Level oder was? Hä? Habe ich das Buch schon die ganze Zeit in der Tasche gehabt? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall ist das Buch neu, da muss ich auch mal. Das Buch kenne ich überhaupt nicht. Kannst du mal sehen. Gut zu wissen, wir haben ein anderes Buch bekommen. Alles klar. Nee, auf jeden Fall in dem Sinne würde ich mal sagen, wir sind erstmal hier durch. Ja, man hat jetzt gesehen, was also worauf das Ganze jetzt die nächsten Tage hinausläuft. Wir haben leider nur ein hellgraues Huhn, was gelbe Hühnerei gelegt hat und hellgrüne Eier gelegt hat, aber leider keine dunkelgrünen Eier. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist genau das, was nicht passieren darf. Wir müssen auf jeden Fall eine graue Farbe kommen. Ich überlege mir da noch was. Ich gucke mir noch ein paar Sachen an. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas, was mir da aus der Bredouille hilft. Wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich funktioniert. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, meine Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, wie ich an graue Farbe am besten komme. Außer Tintenfisch natürlich jetzt. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschö, Mitte. Willkommen in der Endcard. Auf der linken Seite ist die Playliste von Minecraft Stoneblocks 2, unten drunter das letzte Video und in der Mitte für den Kanal zu abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet oder auch ein Like auf dieses Video oder euch die Playlisten ansehen und schöne Tipps und Tricks mir geben würdet zu Minecraft Stoneblocks 2. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, tschö!